Hallo zusammen und guten Morgen aus Madrid. Heute ist der nächste Teil auf unserer großen Food- und Travel-Tour durch Südeuropa. Und ja, es geht weiter für uns. Wir fahren heute mit dem Schnellzug von hier, von Madrid nach Malaga in Andalusien. Und ja, wir haben heute ein bisschen länger geschlafen und wir machen einen Brunch hier bei uns im Hotel. Wir wohnen im Novotel. Es ist jetzt ungefähr kurz vor 10:30, glaube ich. Und dann gehen wir jetzt runter. Erstmal gut frühstücken. Also das Frühstücksbuffet hier schaut echt super aus. Richtig verteilt, verschiedene Stationen in dem Raum. Ziemlich viel los, heute ist auch Samstag. Morgen da. Ein Cappuccino von Stefan. Okay. Bitte. Enjoy. Ja, das normale Frühstück. Ja, ich sehe das. Ja. Ein Hotdog. Ja, wie ein kleine Hotdog-Wurst, oder? Was? Alt? Kalt. Kalt, also. Ja. Schau da unten neben meinem Tortilla, die Wurst. Schaut schön aus. Willst du probieren? Warum rote Farbe? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist Paprika ein bisschen drin. Aber ich bin mir nicht sicher. Probier mal. Schmeckt nach Paprika. Aber nicht schlecht. Gut. Ist gut, gutes Aroma. Es war nicht weißig, aber guter Geruch. Rauchig, ich denke auch. Ja, lecker. Auch fast das Beste hier neben der großen Auswahl ist, dass die Obstsäfte tatsächlich frisch gepresst sind. Und die ganzen Gläser waren jetzt schon alle weg. Ich habe die Teetasse nehmen müssen. Oh, das ist einfach super. Frisch gepresster Orangensaft. Super viele Vitamine. So, es ist kurz vor 1, wir haben ganz gut Zeit, unser Zug geht um 14.25 Uhr und ja, ein bisschen Geld sparen muss auch manchmal sein. Wir sind jetzt 5 Minuten vom Hotel zur Bushaltestelle gegangen, wir fahren mit dem Bus zum Bahnhof und ja, genau, einmal umsteigen. Alles gut? Ja. Läuft schon, oder? Hey da, weißt du, von welcher Plattform der Zug abfährt? Genau, Plattform hier, oder? Ah, das ist die Zugnummer. Aber Plattform steht noch nicht dran. Halbe Stunde vor Abfahrt müssen wir noch warten. Okay, das war jetzt eine Gepäckkontrolle hier am Flughafen und jetzt sind wir schon mal am Abfahrtsterminal. Müssen wir nur noch auf die Durchsage warten, welche Plattform wir abfahren. Und warte mal da. Also genau, der Zug ist nicht ganz günstig.
Es ist ein Schnellzug. In 2 Stunden und 45 Minuten kommt man von Madrid nach Malaga. Und ist ungefähr die gleiche Strecke wie von München nach Berlin. Aber ja, der Preis, alles andere als günstig. Wir haben jetzt gut 85 Euro bezahlt. Es gibt ungefähr 7 oder 8 Züge pro Tag. Die am Morgen waren schon voll und Samstag ist heute auch noch, macht vielleicht auch was aus. Aber ja, aber ich denke, es ist eine Erfahrung. Wir machen das wahrscheinlich nur einmal. Ja. Oder? Ja. Freust du dich? Ja, ich freue mich. Ich liebe Zug. Ich auch. Ich mag gerne mit dem Zugfahrt. Genau. Ja, wir haben ja schon einige Zugfahrten gemacht. Ich bin ja sowieso ein richtiger Fan davon. Was war bisher das Schönste da? Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Ja, eine schöne Erfahrung. Das ist so weit von Berlin nach Moskau. Genau. Ja, also ich glaube, wir müssen jetzt schon einsteigen. Sie haben schon aufgerufen. Plattform Nummer 5. Voller Fahrt und ja, am Anfang ganz gemächlich rausgefahren aus Madrid und jetzt richtig schnell geworden. Oh, die Aussichten wären schon richtig toll. Ja, es sind alles so viele Bäume, stimmt, gell? Wir sind jetzt im Speisewagen und genau, kleiner Snack. Du hast Nudeln genommen, oder? Ja, ich habe Nudeln, aber noch nicht fertig. Weil wir sitzen nicht zusammen. Also es ist so voll heute. Sie haben uns unterschiedliche Plätze gegeben. Ja, noch als kleine Anmerkung. Also die Fahrt ist schon ziemlich schaukelig, gell? Ein bisschen unruhig. Also im Vergleich zu Asien, weil wir das ja auch kennen. Also wir sind schon mit dem Schnellzug in China gefahren, von Shanghai nach Peking. Das war auch ungefähr, also ziemlich genauso schnell, oder? Ja. Aber war anders, oder? Ja. Smooth. Ja, das ist smooth. Ja, die Strecke wird schon älter sein, denke ich mal. Der Zug ist dann wahrscheinlich neu, wobei so neu jetzt auch wieder nicht. Er ist einfach sehr, sehr schnell und ja, nutzt die Power, die er hat, maximal aus, schätze ich.
2 Stopps auf der gesamten Strecke und der Zug ist dann immer ein bisschen leerer geworden. Sind dann zum Schluss noch durch die, ja, ich denke, Ausläufer der Sierra Nevada gefahren. Und dann sind wir hier in Malaga. Genau, in Malaga. Gleich ein bisschen wärmer, ein paar Grad wärmer als in Madrid, spürt man schon. Auch hier ganz sonnig. Und genau, dann müssen wir jetzt erstmal schauen, wo der Bus zu unserem Hotel abfährt. Wir nehmen wieder den ganz normalen Linienbus, der erstmal ein bisschen schauen, wie das alles funktioniert. Bist du bereit? Ja, ich bin wie fühlst bereit. Du dich? Bisschen müde? Ja, ich war müde. Ja, aber alles gut. Ich hab schon. Okay, Vorfreude ist groß auf Andalusien. Ja, haben wir gefragt mit dem Information, die wir Müll 10 Tipp kaufen, aber jetzt, sie hat schon zu. Dann, wir müssen wann wir kaufen auf dem Bus. Genau. Oder? Ja. Ja, genau. Dann, so Kinder, wo ist der Bus? Wieder ganz einfach auf Google Maps nachschauen, wo die nächstgelegene Busstation vom Hotel ist und dann ja, einsteigen, bezahlen 1,40 Euro pro Person One Way und dann noch mal eine Viertelstunde zu Fuß. Dann sind wir hier in unserem Hotel, das ist Budget Hotel, ein bisschen hier in der Nähe vom Flughafen, aber ja, der Preis ist gut, 65 Euro pro Nacht und ja, die Busverbindungen zum Zentrum sind auch super. Okay, dann mal einchecken, oder? Ja, genau. Danke. Okay. Mhm. Ah ja, ist doch okay, oder? Ja. Schön? Ja. Praktisch. Okay, dann auspacken und schauen wir, ob wir noch was zum Abendessen finden. Schaut ein bisschen ruhig aus hier in der Gegend. Ja, Hunger! Gut. Wir haben jetzt wirklich ein schönes, lokales Burger-Restaurant gefunden, aber es gibt noch andere mexikanische, lokale Malaga-Spezialitäten haben wir bestellt und haben gerade eröffnet, es ist 20 Uhr, ja, genau, gerade los und da freue ich schon mal, die Preise sind deutlich günstiger als in Madrid, das merkt man schon mal und ja, habe ich richtig Hunger. Ja. Cola hast du, oder? Ja. Und ein Estrella Galicia Bier. Und man sitzt so bei mir oder ich sitze auf dem Bierfass. Ja. Schön herbst, gutes Bier. Also ich glaube, die meisten Leute kommen und nehmen ihr Essen nur mit für Takeaway, weil draußen haben sie nochmal einen Sitzbereich, aber es ist ein bisschen kalt jetzt für spanische Verhältnisse. Wir müssen noch kurz warten. Okay, unser Essen ist jetzt gekommen. Wow! Ja. Und da, du hast den großen Burger, oder? Ja. Der Burger heißt Moduro.
So, liebe Leute, leider war die Hintergrundmusik in dem Lokal sehr, sehr laut und da kam ein berühmtes Lied. Das kann ich jetzt nicht, leider nicht so abspielen lassen. Und ja, also ihr seht schon, der Burger hat der da gut geschmeckt. Ebenso, jetzt kommt das, ja, ist wie ein Panini, das heißt auf Spanisch Campero und Campero de la Casa, also das Haus Campero, sehr großzügig belegt. Ihr seht auch hier, es schmeckt mir sehr gut. Hier noch das Close-Up. Und das dritte Gericht war Patatas Fritas, heißt ja 1:1 übersetzt frittierte Kartoffel. Da sage ich, glaube ich, dass es auch sehr knusprig außen sind, die Kartoffel und die Close-Ups. Genau, insgesamt 23,50 Euro. Haben wir bezahlt für dieses leckere Abendessen. So, also ich hoffe, das war jetzt nicht zu laut. Von der Musik war schon sehr dominant. Also nicht wundern, wenn ich zu viel rausschneiden musste. Ja. Aber auf jeden Fall, es war ein super Abendessen. Ja. Toller Start hier in Malaga. Ja. Ja, tolle erste Eindrücke. Im nächsten Video werden wir dann natürlich die Stadt so richtig erkunden. War ein guter Tag, oder? Ja, heute ist ein guter Tag für uns, für mich. Für uns, gell? Haben wir alles gemacht mit dem unser Plan, gell? Ja, das hat alles gut funktioniert. Ja, heute war zack, 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 perfekt. Gut, gut gemacht. Gut gemacht. Tolle Erfahrungen. Ja, genau. Okay, das waren die ersten Eindrücke aus Malaga, die tolle Zugfahrt mit dem Schnellzug von Madrid nach Malaga. Danke fürs Zuschauen. Bitte lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Guten Abend aus Malaga, Spanien.